hier begrüßen zu dürfen, zu unserer Panel-Diskussion mit in drei Zeitphasen: Zeitenwenden, multiple Krisen, Herausforderungen für kritische Gesellschaftsanalyse und emanzipatorische Politik. Das sind quasi schon zentrale Punkte genannt, die dieses Panel auch strukturieren werden. Das Format besteht aus drei Runden, in denen wir auch gebeten haben, dass die Referentinnen, also die Beitragenden hier, sich auch kurz halten. Und die Runden orientieren sich daran an dem Titel Multiple Krisen, und damit beginnen wir auch erstmal, und in den weiteren Runden wird dann gesagt, was dann die Frage war. Okay, jetzt würde ich in umgekehrter Nachnamensreihung das überfordert mich tendenziell hier. Ich habe auch schon das ABC durcheinander gebracht, habe ich bemerkt. Ja, das habe ich dann auch bemerkt. Okay, also in umgekehrter Nachnamensreihung die einzelnen Personen bitten, nach vorne zu kommen und ihren Begriff von multiplen Krisen, die im Titel sind und die breit diskutiert werden, vorzustellen. Und wie gesagt, wenn es geht, 5 Minuten, maximal 5 Minuten. Und wir beginnen mit Oliver Nachtwey, der möglicherweise, so wie alle anderen, auch nicht mehr vorgestellt werden muss. Aber wenn du doch nochmal 2 Sätze zu dir selbst sagen würdest, dann wäre es gut. Ja? Ja, hallo, ich bin Oliver Nachtwey, ich bin Soziologe an der Uni Basel und interessiere mich für Klassenkonflikte. Ich versuche jetzt wirklich ganz kurz zu machen und 3 Punkte, und wir werden, denke ich, noch sehr viele Elemente jetzt auch zur multiplen Krise hören, die auch deutlich düsterer sind. Ich versuche jetzt heute einmal die Rolle einzunehmen des etwas Positiveren und versuche einmal den Anti-Gramsci zu machen. Also ich bin einfach sehr dafür, dass wir mal so ein kleines Gramsci-Moratorium machen und nicht mehr so viel von Hegemonie sprechen, sondern erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und versuchen, uns die Widersprüche anzuschauen. Und da würde ich jetzt gerne 3 Dinge versuchen, einmal in den Blick zu nehmen, einmal auf dem Arbeitsmarkt soziologisch, einmal ökonomisch-politisch und einmal normativ. Und wenn wir da ein bisschen genauer hinschauen, dann ist die multiple Krise vielleicht dann doch ganz schlimmer werber Jargon eine Chance. Also erstens der Arbeitsmarkt. Ich habe vor 10 Jahren mich im Organizing mit Krankenhäusern und Kliniken beschäftigt, und meine Diagnose war, Verdi hat es zu Recht in den Schubladen verschwinden lassen, da wird nie was passieren. Mittlerweile hat sich in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 5 Jahren die Situation so verschlechtert, dass es gerade die Krankenhäuser sind und die Pflegerinnen sind, wo die Arbeitsethik zu einer Ressource des Arbeitskampfes geworden ist. Das heißt, wir haben einen wahnsinnigen oder einen großen Strukturwandel des Arbeitskampfes von den großen Bataillonen der alten Industriegesellschaft, den IG Metall-Gewerkschaften, aber auch dem öffentlichen Dienst, zur Tertiarisierung. Und dort sehen wir neue Arbeitskämpfe, die viel stärker sich um Anerkennung drehen, die viel stärker partizipativ sind, die femininer sind, die migrantisch geprägter sind. Und dieses Jahr haben wir wirklich eine Reihe von sehr ermutigenden Arbeitskämpfen gesehen, die auch etwas mit dem veränderten Arbeitsmarkt zu tun. Nämlich zum ersten Mal seit 20 Jahren haben wir eine Verknappung von Arbeitskräften. Das heißt, Arbeiterinnen sind zum ersten Mal seit fast einem Vierteljahrhundert wieder in der Vorderhand, wenn es um ökonomische Macht geht. Das Zweite ist normativ. Wenn wir die Medien schauen, kann man mal denken, ja, die ganzen Anti-Linksliberalen, die ganzen Anti-Woken dominieren immer alles, und ja, sie dominieren es sehr, sehr häufig. Gleichzeitig hat das was aber damit zu tun, dass gerade ein enormer Sprung vorwärts stattgefunden hat in der Gleichberechtigung zum Beispiel zwischen Geschlechtern, in der Anerkennung von anderen sexuellen Orientierungen und auch in der Positionierung von Menschen einer anderen Herkunft. Das heißt, unsere Gesellschaft ist eigentlich gleicher geworden und gleichberechtigter geworden. Wir sehen aber natürlich sehr, sehr häufig erstmal diesen wahnsinnigen Backlash, der von dieser AfD-Minderheit gemacht wird. Aber wenn man zum Beispiel die Analyse sich von Steffen Mau anschaut und die allgemeinen Analysen über die deutsche Bevölkerung, dann ist im Allgemeinen die Bereitschaft und die Offenheit für nicht normale heterosexuelle Lebensweisen deutlich gestiegen und erhöht worden. Das Dritte ist
die Frage der politischen Ökonomie, und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, warum das gerade alles so wahnsinnig entzündlich wirkt. Und das ist die Frage der Krisen. Thomas Sablowski hat es angesprochen. 2008, ihr erinnert euch noch, vorher, oder zumindest die Leute, die so alt sind wie ich, erinnern sich, man erinnert sich vielleicht noch teilweise drin, es hieß dann immer, es ist kein Geld da, Austerität, von Hans Eichel bis sozusagen sämtliche Finanzminister. 2008 gab es dann einen Anruf bei Per Steinbrück über Nacht und plötzlich war am nächsten Tag Geld wieder da. 2015 gab es die Flüchtlingskrise. Oder es war in diesem Sinne keine Krise, und ich sage es auch in dem Aspekt, dass ich das sehr befürwortet habe, was die Bundesregierung da gemacht hat. Aber vorher war auch die Rede von der Austerität, dass kein Geld da sei. Dann wurde auch wieder genug Geld aufgetrieben. Jetzt auch bei der Corona-Krise, Olaf Scholz sagte, ich bin der Kanzler der schwarzen Null, später wieder war er dann der Bazooka-Finanzminister. Das heißt, die ganze Austerität stellt sich immer wieder nicht als etwas Natürliches heraus, sondern als politische Entscheidung. Und ich glaube, das erzeugt dieses wahnsinnige Unbehagen, das Misstrauen in der Bevölkerung, dass nämlich jeweils natürliche politische Entscheidungen pseudonaturalisiert werden durch eine ökonomische Theorie bzw. durch eine ökonomische Ideologie, die jetzt wieder gerade durch den Finanzminister Lindner nach vorne gebracht wird. Und das wäre für mich zumindest, wenn man jetzt nach vorne schaut, ein zentrales Moment eigentlich für linke progressive Bewegung, nämlich die Form der Legitimation von Austerität, von Sparsamkeit in ihrer Naturalisierung zu entkräften und sagen, hier geht es um politische Entscheidungen und am Ende um Klasseninteressen. Danke. So, hallo auch von meiner Seite. Das Mikro funktioniert jetzt. Genau, mein Name ist Nicole Meyer-Hute. Ich bin Arbeitssoziologin von der Uni Göttingen und habe ebenfalls die Aufgabe gekriegt, was zu multiplen Krisen zu sagen. Das Panel soll ja auch eine historische Perspektive einnehmen. 1923, 73, 2023. Und ich würde sagen, die erste Lehre daraus für mich ist, Kapitalismus heißt Krise. Es ist einfach ein zutiefst krisenhaftes System. Und alle drei Zeitpunkte, die uns hier beschäftigen, waren Zeitpunkte von Mehrfachkrise. Krise auf ökonomischem, politischem, gesellschaftlichem Gebiet. Ich würde aber sagen, allenfalls 1973 hatten wir tatsächlich eine Zeitenwende im Sinne einer Veränderung der Logik des Gesamtsystems. Da reden wir über die Krise oder das Ende des Fordismus. Aber auch das hat im Rahmen fortbestehender kapitalistischer Strukturen stattgefunden. Zeitenwende im Sinn von einer langen Entwicklung ist überhaupt erst im Rückblick erkennbar. Das ist vielleicht ein Problem für unsere Konferenz hier. Aber gleichzeitig ruft natürlich die Bundesregierung die Zeitenwende aus. In Bezug auf Ökologie, aber auch in Bezug auf die Bekenntnis zu Aufrüstung und Kriegspolitik. Ich würde sagen, es gibt einen klaren Auftrag, diese Art von Zeitenwende zu verhindern. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute und morgen hier treffen. Was heißt multiple Krise jetzt mit Blick auf System von gesellschaftlicher Arbeit, was mich natürlich besonders interessiert? Drei Punkte für die Diskussion. Erstens würde ich sagen, die Kluft zwischen Kapital und Arbeit ist seit 1973 massiv gewachsen. Stichwort gesellschaftlicher Reichtum. Wir haben wachsende Armut, mehr Niedriglohnbeschäftigung und gleichzeitig eine stetig wachsende Zahl von Millionären und Milliardären. Stichwort liberaler Kompromiss der Nachkriegszeit zwischen Arbeit, Staat und Kapital. Der wurde von Kapitalseite aufgekündigt nach 1973. Der Staat ergreift immer offener Partei für die Unternehmensseite. Stichwort Demokratie in der Arbeitswelt. Die Elizabeth Anderson hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Unternehmen per se keine demokratischen Einrichtungen sind, weil eben nicht die große Zahl entscheidet, sondern der Besitz, wie dort gearbeitet wird. Aber man kann eben mehr oder weniger Demokratie in Unternehmen haben und mein Argument wäre, Demokratie ist weiter auf dem Rückzug. Die gewerkschaftlichen Organisationsgrade sind im globalen Durchschnitt inzwischen unter 10% angekommen. Selbst in einem Kernland der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung wie Deutschland reden wir über betriebsratsfreie Zonen, blinde Flecken der Tarifabdeckung, über Union-Busting und so weiter. Kurz, das Machtgefälle zwischen Kapital und Arbeit hat sich massiv verschärft. Zweiter Punkt. Die arbeitende Klasse ist so groß wie nie, aber ihre Fragmentierung nimmt weiter zu. Das ist nichts Neues.
Im Kapitalismus ist Differenz und Konkurrenz auch und gerade zwischen Arbeitenden die Regel und nicht die Ausnahme. In den letzten Jahrzehnten haben wir aber gesehen, dass die Arbeits- und Lebensrealitäten immer weiter auseinandergeklafft sind. Und da, glaube ich, würde ich Olli ein Stück weit widersprechen. Also ja, es stimmt, Fachkräftemangel ist im Moment ein ganz großes Thema. In manchen Branchen können Beschäftigte tatsächlich Einkommen erzielen, die man vorher nicht bekommen hätte, können ihre Arbeitszeiten besser an ihre Bedarfe anpassen. Andere Beschäftigte wissen auch heute nicht, wie sie mit ihren drei Jobs angesichts von Inflation eigentlich die Miete zahlen sollen. Und vor allen Dingen haben wir eine fortschreitende Tendenz der Polarisierung zwischen Arbeitenden. Eine Situation, wo manche abhängig Beschäftigten abgesichert werden auf Kosten anderer abhängig Beschäftigter. Also zum Beispiel eine Stabilisierung der Stammbelegschaften stattfindet, weil in der Krise die Leiharbeiterinnen abgemeldet werden. Oder die Menschen mit langen, flexiblen Arbeitszeiten nur deshalb überhaupt ihre Kinder versorgt kriegen, ihre Haushalte gereinigt kriegen, weil sie die Arbeit an die ärmeren Schwestern auslagern, die dann zu Niedriglohn und in ganz flexiblen Verträgen arbeiten. Zugleich verallgemeinert sich aber die Erfahrung mit Risiken der Lohnarbeiterinnen-Existenz. Wie gesagt, wir hatten nie so viele Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter wie heute. Die drängende Frage aus meiner Sicht ist deshalb, wie kann man jetzt eine Politik betreiben, als Gewerkschaft, als Partei, als soziale Initiative, die trotz Differenz und Konkurrenz Lohnarbeitende zusammenbringt. Und letzter Punkt zur multiplen Krise. Wie ist es mit der Rolle des Staates? Gibt es hier eine Zeitenwende? Viele diskutieren im Moment über eine Rückkehr des Staates. Ich würde sagen, der war nie weg. Der hat seit den 70er Jahren nur seine Politik verändert, stärker Partei für Unternehmen ergriffen. Wenn der Staat heute aktiver wieder eingreift, tut er das als Wohlfahrtsstaat oder tut er das als autoritärer Ordnungsstaat? Das hat direkte Konsequenzen für die Arbeitswelt, wie man diese Frage beantwortet. Und ich glaube, wir haben nicht viel Anlass für Optimismus. Wenn wir nur mal über Deutschland reden, kein Ende der Politik der Prekarisierung. Viel Gerede über Aufwertung von Arbeit, aber die rechtlichen Spielräume für Befristungen, Leiharbeit, Werkverträge bleiben bestehen. Keine Abschaffung von Minijobs, keine Bürgerversicherung, obwohl spätestens in der Pandemie klar war, dass wir das bräuchten, unbedingt. Kein Ende des Drucks und der Sanktionen gegenüber Arbeitslosen, eines Drucks, die die Ausweitung von prekärer Arbeit ja gefördert haben. Arbeitslosengeld II ist umbenannt worden in Bürgergeld. Sehr viel geändert hat es nicht. Kein Ende der Austeritätspolitik, würde ich sagen. Ja, wir diskutieren darüber, dass Austerität kein Sachzwang mehr ist. Da sind wir uns einig. Aber ich glaube, wir müssen uns das genauer anschauen. Austeritätspolitik ist für die Arbeitswelt ein ganz kritischer Punkt. Weil wir nämlich sehen können, dass Sozialkapital als ein kollektives Vermögen von Beschäftigten in Sozialversicherungen, in öffentlichen Diensten in den letzten Jahrzehnten massiv geschwächt worden ist. Durch Privatisierungen, durch Abschaffung von Rechtsansprüchen, zum Beispiel in der Arbeitslosenversicherung, ist es hier zu einer Enteignung gekommen. Wenn man aber den Staat aushungert, verlieren Lohnunabhängige die Infrastruktur. Sie verlieren Sicherungsnetze, die nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert worden sind, um Lohnarbeit als Status überhaupt erst möglich zu machen. Was passiert jetzt? Es ist wieder Geld da, das stimmt. Wir haben Sonderhaushalte für Rüstung. Aber ab nächstem Jahr haben wir die Schuldenbremse für Arbeit, Soziales und alles, worüber wir hier reden. Zeitenwende heißt, es ist plötzlich Geld da. Ich würde auch sagen, es gibt jetzt Alternativen. Man kann Entscheidungen treffen, das ist ein Riesenfortschritt. Das Problem ist bloß, die Entscheidung lautet auf Rüstung statt auf Wertung. Und wenn wir über Deutschland rausschauen, dann würde ich sagen, wir haben eine zunehmende Tendenz des Fortbestehens von liberaler Wirtschaftspolitik, aber verbunden mit zunehmenden autoritären Elementen. Dieser autoritäre Kapitalismus setzt auch Arbeitende unter Druck. In England gibt es einen Kampf um die Einschränkung von Streikrecht. In Indien wurden in der Pandemie zahlreiche Arbeitsrechte beseitigt, für die Gewerkschaften lange gekämpft hatten. In Frankreich Rentenreform gegen den ausdrücklichen Willen der Bevölkerung. Ich denke, wenn wir über multiple Krise reden, über Zeitenwende, dann müssen wir uns das Verhältnis von Arbeit und Demokratie ganz genau anschauen, weil das ein zentraler und besonders kritischer Punkt ist. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Birgit Mahnkopf. Bis vor einigen Jahren hatte ich eine Professur für
Europäische Gesellschaftspolitik, das war damals ein Witz und heute ein sehr schlechter Witz. Ich möchte die knappe Zeit nutzen, um ein paar Kommentare zu zwei Leitbegriffen zu formulieren, die dieser Veranstaltung ja zugrunde liegen, nämlich zum einen zu dem Begriff der Zeitenwende und zum anderen zu dem der multiplen Krise. Nun, der von Olaf Scholz kurz nach der russischen Invasion der Ukraine in Umlauf gebrachte Begriff der Zeitenwende ist eindeutig als ein Plädoyer für die Militarisierung der außenpolitischen Beziehungen der Europäischen Union zu verstehen. Und dafür, denke ich, sollte dieser Begriff vor allem reserviert werden. Zehn Jahre zuvor, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen. Dafür, so der damalige EU-Präsident Barroso, ich zitiere, dass sie als mächtiges Vorbild für die Welt den Frieden als Tugend und Geisteshaltung verkörpere. Wow. Nun, das kann heute ganz sicher nicht mehr über die Europäische Union gesagt werden. Es gilt heute mehr oder weniger als guter Europäer, Europäerin, wer Krieg und Gewalt als legitime Mittel der Interessendurchsetzung gutheißt. Und das bekommen nicht zuletzt auch viele Menschen nicht weiße Hautfarbe zu spüren, wenn sie an den Außengrenzen der Europäischen Union Einlass verlangen. Und das mit aller den Staaten zur Verfügung stehenden Härte. Soweit Zeitenwende. Nun, bis vor kurzem hat sich die Europäische Union vor allen Dingen als eine Wirtschafts- und nicht als eine Militärmacht verstanden. Und als eine solche stütze sie sich verständlicherweise auf die Herrschaft des von ihr selbst mitgeschaffenen internationalen Rechts und auf Soft-Power-Instrumente. Sie forcierte also den geoökonomischen Wettbewerb, nicht die geopolitische Konkurrenz, als Mittel zur Sicherung ihrer Interessen, etwa wenn es um die Öffnung oder die Beherrschung von Märkten und Marktanteilen für Unternehmen ging, die in ihren Ländern tätig waren. Nun aber hat sie sich in beispielloser Vasallentreue Ziele geopolitischer Konfrontation zu eigen gemacht, die ihr von der Biden-Administration vorgegeben wurden. Und diese Ziele unterscheiden sich nicht so sehr von denjenigen, die wir am Ende der ersten Globalisierungsphase, also am Ende des britischen Empire im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, kannten. Die Zeitenwende verlangt nämlich nun erstens die Bewahrung nationaler Souveränität, die heute vor allen Dingen als technologische Souveränität definiert wird, das heißt als Fähigkeit zur Kontrolle systemrelevanter Technologien für militärische und zivile Infrastrukturen. Und damit zweitens für die Etablierung oder Verteidigung einer militärischen Vormachtsteuerung, denn die ist aufs Engste mit den Dual-Use-Technologien von Cloud Computing, Artificial Intelligence und der modernen Biotechnologie verknüpft und sie verlangt logischerweise auch die Kontrolle von intellektuellen Eigentumsrechten für die Entwicklung und die Herstellung dieser wesentlichen Technologien. Und drittens geht es nicht länger darum, nur Marktanteile zu gewinnen und zu verteidigen, sondern um den privilegierten Zugang von Investoren zu strategischen Ressourcen. Also es geht nicht nur darum, Dinge irgendwo absetzen zu können, sondern es geht vor allen Dingen darum, die Ressourcen zu bekommen, und zwar privilegiert, die für die Herstellung solcher Produkte und Dienstleistungen nötig sind. Und es ist klar, neben dem nach wie vor gültigen Goldstandard der fossilen Energieträger geht es dabei vor allen Dingen heute um jede Menge Mineralien und zukünftig wohl auch um die schwindenden Wasserressourcen. Doch reagiert die Zeitenwende damit auch auf eine Krise? Und worin besteht diese Krise? Und da habe ich dann mein Problem mit dem Begriff der multiplen Krise zumindest anzudeuten.
Grundsätzlich steht ja der Krisenbegriff für Ordnungsschwund im Sinne einer bedrohlichen Situation mit ungewissem Ausgang, die aber nicht von selbst endet, sondern aktiv beendet werden muss, im Prinzip durch eine willkürliche politische Setzung, also durch die Entscheidung für einen Neuanfang. So verstanden markiert eine Krise den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung in einem natürlichen oder in einem sozialen System. Und dieser Wendepunkt kann sowohl als Bedrohung, als Befürchtung oder als eine Hoffnung betrachtet werden. Daher sollte die Leitfrage dieses Kongresses meines Erachtens eigentlich eher lauten: Befinden wir uns tatsächlich in einer Krise, also in einem Wendepunkt? Und wenn ja, wie ist diese in ihrer Komplexität, das heißt in ihren inneren Strukturen und Verbindungen zu bestimmen? Für das biophysische System der Erde lässt sich die Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten. Ja, wir befinden uns in einer Krise. Genau genommen befinden wir uns an den Kipppunkten nahezu aller Erdsysteme, auf denen die Grundlagen menschlicher Entwicklung bislang beruhten. Allerdings deutet meines Erachtens nichts darauf hin, dass der Moment der ökologischen Krise tatsächlich als Moment der Entscheidung verstanden wird. Denn selbst wenn all die sogenannten Klimapläne, die einige Regierungen angekündigt haben, tatsächlich umgesetzt würden, was zu bezweifeln ist, würden wir am Ende dieses Jahrhunderts noch immer bei einer Durchschnittstemperatur von 3 Grad Celsius landen. Also Durchschnitt heißt, in vielen Regionen um den Äquator wäre es dann 6 Grad Celsius. Also in einer Heißzeit, wie es sie zuletzt vor 50 Millionen Jahren auf dem Planeten gegeben hat, lange bevor der Mensch im Holozän erschien, also diesem netten, für menschliche Entwicklung so zuträglichen Erdzeitalter. Und die vielen Klimabomben, das ist eine Formulierung von Journalisten des Guardian, die heute gezündet werden, das heißt neue Investitionen in Öl und Gas, und die werden vor allen Dingen seit der sogenannten Zeitenwende gezündet. Diese, nach aller Voraussicht, werden diese Klimabomben, wenn sie denn fertig gebaut sind, das braucht bekanntermaßen irgendwie eine Dekade, voraussichtlich das Tempo der Erderwärmung stärker beschleunigen, als der Zubau von Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie die Entwicklung wird abbremsen können. Nun, schwieriger, und das ist mein letzter Punkt, ist die Frage zu beantworten, ob auch das sozial-ökonomische System des modernen Industriekapitalismus nach 300, 250, 300 Jahren, je nachdem wie man rechnet, sich auf einen Wendepunkt zubewegt. Tatsächlich gibt es für Peak Capitalism, das habe ich schon vor einer Dekade versucht deutlich zu machen, mit relativ wenigem Verständnis damals, eine ganze Menge von Hinweisen. Also es geht dabei eben nicht nur darum, dass der kapitalistische Akkumulationsprozess auf Gedeih und Verderb, auf den Absatz von irgendwelchen mehr oder weniger nützlichen Gütern und Dienstleistungen angewiesen ist, ansonsten in eine Krise gerät, sondern es geht vor allen Dingen darum, billige Produktionsinputs zu haben. Energieträger müssen billig sein, mineralische Rohstoffe müssen billig sein, fruchtbares Land, Fischgründe und vor allen Dingen sauberes Wasser. Nun, wenn all das reichlich zur Verfügung steht, dann kann auch kapitalistische Akkumulation gelingen, vermittelt über die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft zu niedrigen Löhnen. Doch von einer Krise sozialökonomischer Transformation, es ist Krise des Industriekapitalismus, kann derzeit wohl kaum gesprochen werden, wenn die bestehenden Verhältnisse nicht aktiv durch soziales Handeln zu einem Ende geführt werden. Und dafür sehe ich derzeitig in der Tat kaum Hinweise. Im Gegenteil, wir bewegen uns auf eine Gesellschaftsordnung zu, die mit Zwang und Gewalt und medialer Gehirnvernebelung das offensichtliche System eines Scheitern, eines offensichtlich veralteten Systems zu verbergen und zu strecken versucht. Gleichwohl, und das ist mein letzter Punkt, sollten wir den Krisenbegriff für solche Situationen verwenden, in der verschiedene Möglichkeiten der Verwirklichung von zukünftigen Entwicklungen miteinander konkurrieren. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht weiter ausführen. Was kann man nach dem
Vortrag oder den Thesen, Überlegungen von Birgit noch ergänzend sagen. Von mir aus eigentlich ehrlich nicht mehr viel. Im Wesentlichen wären das so die Punkte. Allerdings würde ich sagen, ich bin Gramscianer, also ich mache ein bisschen was auf Gramsci und ich würde jetzt ein bisschen für multiple Krise argumentieren. Aber vielleicht als kleine Kabaretteinlage lasse ich einen großen Krisentheoretiker der SPD sprechen, nämlich Lars Klingbeil, der im Prinzip die Antworten, die Antwort auf diese eingangs gestellte Frage gegeben hat vor einem Jahr im Juni in seiner bekannten Tiergartenrede, die ihr vermutlich alle nicht oder die meisten vielleicht nicht vor Augen habt. Da erläutert er nämlich nochmal, warum Zeitenwende, und erläutert es so fast in meinen Worten, aber eben doch nicht ganz. Heute leben wir, also so Lars Klingbeil, in einer Zeit der vielfältigen Krisen. Krieg, Klima, Pandemie, Inflation, gesellschaftliche Spaltung. Jede Krise ist eine enorme Herausforderung für unsere Gesellschaft. Aber die Krisen treten zusammen auf, sie stehen im Zusammenhang, sie verstärken sich gegenseitig. Um den Begriff der Krise zu erläutern, stützt er sich auf Gramsci. Eine berühmte Definition von Krise geht auf den italienischen Schriftsteller und Intellektuellen Antonio Gramsci zurück. In einer Krise, sagt er sinngemäß, also Gramsci, ist das Alte nicht mehr da, das Neue hat noch nicht begonnen. Ja, damit das philologisch nicht stehen bleibt, muss man dem widersprechen, weil so hat es Gramsci nicht formuliert. Es ist jetzt wirklich nicht so ganz wichtig, das zu vertiefen, aber Gramsci sagt, die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Und vermutlich gehört vieles von dem, was Birgit schon angesprochen hat und die anderen beiden auch, genau zu diesen Krankheitserscheinungen. Und dazu gehört auch, wie Gramsci sagt, die Manifestation von Zynismus in der Politik. Und dazu würde ich auch diese Äußerung von Lars Klingbeil zählen. Also aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass es wie kann man sagen, perennierendes Unheil ist. Ich bin mir nicht sicher, ich würde gar nicht so gern von Zeitenwende sprechen. Ja, also so wie Olaf Scholz das gemacht hat. Er sagt eigentlich auch, es ist Putin, der die Zeitenwende herbeigeführt hat und wir müssen darauf reagieren, genau mit den Maßnahmen, die jetzt auch schon angesprochen wurden, nämlich mit der Rolle von Aufrüstung, Deutschland als neue Führungsmacht, Europa als eines der Zentren der Weltpolitik. Das sind ungefähr die Vorstellungen, die da angedeutet werden. Also nicht Blockbildung, nicht multipolar, sondern mehrere Zentren und dort in Europa eben ganz zentral. Und dafür braucht es eine neue Sicherheitsstrategie, eine Aufrüstungsstrategie, die eben da verfolgt wird. Ein perennierendes Unheil seit 1923, also seit 100 Jahren, und ich würde sagen, das ist unterbrochen durch eine Vielzahl von Katastrophen gesellschaftlicher Art. Also erinnert euch, 1923 der Hitlerputsch, die große Inflation, ja, dann die Phasen natürlich mit Krieg und Völkermord und 1973 der Beginn der Periode, von der wir jetzt nicht wissen, hört sie jetzt auf oder nicht, nämlich der Neoliberalismus mit dem Putsch in Chile. Also das sollte man bei der Gelegenheit schon auch erwähnen. Ja, also das heißt, und Klingbeil sagt, Deutschland darf sich jetzt nicht mehr länger zurückhalten. Das haben wir 80 Jahre jetzt gemacht. 80 Jahre Zurückhaltung, rechnet mal kurz zurück, dann wären das 1942, die deutsche Zurückhaltung. Ja, also dann kann man sagen, also auch da wird viel Beschönigung betrieben. Also was wir haben, ist sozusagen ein perennierendes Unheil, ein anhaltendes Unheilsgeschehen.
Und ich würde sagen, das war unterbrochen durch mehrere sehr klar zugespitzte Krisen. Die Krise von 1929 wurde von Eugen Wager als eine, würden wir heute vielleicht sagen, Mehrfachkrise gedeutet. Krise der Verwertung, Krise des Arbeitsmarkts, Krise der Landwirtschaft. Also Herr hat schon mehrere davon genannt. Und wenn ich jetzt von mir her das sagen würde, dann würde ich sagen, wir haben weitergehend viele dieser Krisendynamiken in den letzten Jahrzehnten erlebt. Ja, und die können wir wahrscheinlich, also jetzt additiv sowieso, leicht ergänzen. Ich glaube, dass es bestimmte Krisendynamiken auch so beschaffen sind, dass sie eine Zuspitzung weiterhin haben und die Prozesse überdeterminieren. Wir haben diese Situation gehabt 2008 mit der Finanzmarktkrise, der daraus resultierenden Staatsfinanzenkrise, und wir erleben diesen Prozess ja auch weiterhin. Also, ne, dass eben die Schuldenbremse auch jetzt wieder zur Geltung gebracht wird von Finanzminister Lindner. Und ich meine, das, was wir jetzt aber überbordend und dramatisch haben, sind die ökologischen Krisendynamiken. Ja, das würde ich sagen, das ist von großem Gewicht, und da lässt sich jetzt zu dem, was Birgit schon angesprochen hat, wenig hinzufügen, dass man eben sagen muss, mit Aufrüstung, weil ich würde sagen, in all diesen Reden wird darauf tatsächlich nicht Bezug genommen, du hast es ja auch schon angesprochen, es ist kein Handlungsparameter, wenn man denkt jetzt, dass Aufrüstung, ja, also die ja programmatisch jetzt formuliert wird, mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden und jedes Jahr 70 bis 80 Milliarden, und Frank Zierske hat ja als Bundestagsabgeordneter dagegen gestimmt, weil er sagt, das ist eigentlich eine Entscheidung, die progressiv jedes Jahr mehr Ausgaben für die Rüstung beinhaltet. Ja, wenn man 2% Ziel formuliert, heißt es ja mit Wirtschaftswachstum, was ja gewollt ist, auch immer mehr Ausgaben für Rüstung. Und es bedeutet immer mehr Ausgaben in unproduktive und ökologisch belastende Bereiche hinein, also Metall, Munition, also alleine vom Sondervermögen, so wird gesagt, gehen 20 Milliarden in die Produktion von Munition. Ja, also wir wollen hoffen, dass sie nicht Verwendung findet, ja, und dann heißt es, 20 Milliarden werden irgendwo eingelagert und hoffentlich, so muss man dann wünschen, verrotten sie. Aber sie sind natürlich ökologisch gesehen ja trotzdem ein Desaster an Materialvernutzung, an Entsorgungsproblemen und so weiter. Also von daher haben wir diese komplexe Krisenlage. Für meinen Punkt würde ich sagen, das ist jetzt der gramscianische Anteil daran, ja, dass ich sagen würde, das Problem ist, es gibt Strategien, mit diesen vielfachen Krisen umzugehen. Ich fand jetzt unter der Regierung Merkel, wir werden das sehen, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt, eben auch eine besondere Art des Umgangs damit, nämlich diese Krisen zu verzeitlichen, zu entzerren und ihre Überlagerung, ihre Verdichtung zu vermeiden. Denn Birgit hat ja mit ihrem Einwand recht, Krisen markieren ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen Wende oder Entscheidungspunkte, aber doch Knotenpunkte. In Krisen kommt etwas zusammen, was sich in den normalen Prozessen eben nicht als zusammengehörig erweist. Dinge laufen getrennt voneinander. Und eine Krise stellt einen inneren Zusammenhang her, beziehe ich mich jetzt einfach so auf Marx, und stellen diesen inneren Zusammenhang her und schaffen dann natürlich auch tatsächlich eine Situation, in der das, was normalerweise funktionieren würde, nicht mehr funktioniert. Ich bin schon zu lang. Du bist sowieso schon drüber, aber ich würde mal sagen, du kriegst noch ein bisschen, aber dann hast du die nächste Runde quasi verspielt. Dann gebe ich dir das jetzt schon. Ja, ja. Okay, du meinst, dann kann er mir wieder was zuteilen, was du das mir gerade... Das würde ich Bernd überlassen. Wenn er nicht großmütig ist, macht er es nicht. Und tatsächlich, Alex, wir haben uns irgendwie vorher überlegt, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich finde es nach wie vor irgendwie witzig, dass wir jetzt einfach die Reihenfolge wechseln, das heißt, du kannst stehen bleiben.
aber zum neuen Thema reden. Okay. Das neue Thema braucht er gar nicht so. Er hat schon auf Ursachenverläufe und so weiter gesprochen. Naja, schauen wir mal, was die Frage ist. Was du eben weitestgehend schon abgedeckt hast, nämlich was können wir aus den vergangenen Krisen für zum Beispiel Ursachen, Verlauf und Komplexität der aktuellen Krise lernen? Findest du auch, dass du das schon abgedeckt hast? Nee, aber das gibt, also, naja, man könnte ja immer noch länger reden. Also ich nutze das jetzt einfach, um mich kurz vorzustellen. Ich bin Alex Demirovic. Und ich interessiere mich für Sozialismus. Ja, also, um was anderes reinzubringen. Das ist mein Vorschlag, nämlich zu sagen, wir sehen diese Krisenzusammenhänge, wir sehen, dass es aktuell keine Lösung dazu gibt. Es wird auch nicht wirklich umfassend an Lösungen gearbeitet, obwohl es so dringend geboten wäre. Wir haben diese absurde Ungleichzeitigkeit in unserer Gesellschaft, dass es Kräfte gibt, die denken, sie könnten das aussitzen, vergessen, verdrängen. Ja, also klar, dazu gehört natürlich die AfD, aber dazu gehören auch viele Teile der CDU. Das heißt, die sind nicht realitätstüchtig. Ja, also denen fehlt sozusagen das notwendige, vernünftige Maß an Wahrnehmung und Vernunft. Wir haben hier gerade ein paar Tage im Nebenraum über ein neues Realitätsprinzip geredet. Das führe ich jetzt hier mal ein. Wir brauchen ein gutes Realitätsprinzip und wir brauchen einen Rahmen, in dem eine Perspektive, in dem sich das löst. Deswegen bringe ich das Stichwort Sozialismus. Man muss das sagen, auch deswegen, weil Lars Klingbeil seine Rede gleich zu Beginn damit pointiert, dass er sagt, die Zeit des Sozialismus ist vorbei, nur liberale Demokratie. Aber genau die Form, politische Form, die ökonomische Form, die nicht zur Lösung der Probleme beiträgt, sondern genau genommen zur erweiterten Reproduktion all dieses Unheils seit 100 Jahren und länger eben beigetragen hat. Und da müssen wir raus. Es ist gut, dass Alex die Reihenfolge verwechselt hat und gleich zur zweiten Frage gesprochen hat, weil dann kann ich ihm jetzt nicht gleich widersprechen. Und ich muss die zweite Frage nochmal deutlicher wiederholen. Die ist vorhin aus irgendwelchen Gründen in Gelächter untergegangen. Was können wir aus den vergangenen Krisen für zum Beispiel Ursache, Verlauf und Komplexität der aktuellen Krise lernen? Ganz schlicht, aus meiner Sicht verdammt wenig, weil alles, was an Ereignissen benannt werden kann für die Jahre 23 und auch 73, vor allen Dingen ökonomische und politische Krisen waren. Und ich bin, das habe ich ja schon deutlich gemacht, der Meinung, dass in einer Welt, die von einigen als die Zeitalter des Anthropozäns, von anderen als das Zeitalter des Kapitalozäns bezeichnet wird, nutzen uns, glaube ich, diese Parallelen zu der jüngeren Vergangenheit verdammt wenig, weil sie nämlich durch die ökologische Katastrophe überdeterminiert werden. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Aber klar, es ist schon so, dass heute wie auch im Jahre 23 die Rüstungsausgaben, insbesondere hier in diesem Lande, in Europa, exorbitant steigen und auch die Staatsschulden wie die Inflation damals allerdings als Folge eines Krieges exorbitant steigen. Und es ist klar, dass da andere, viel wichtigere Staatsbudgetposten, die für das Leben wichtig wären, wie die Kindergrundsicherung, schlichtweg hinten runterfallen. Das erleben wir derzeit. Aber ich denke, es gibt auch heute für eine drohende Staatsschuldenkrise, insbesondere in Europa, gute Gründe, sehr große Bauchschmerzen zu haben. Denn in der Tat erleben wir das Zusammentreffen von wirtschaftlicher Stagnation, Inflation und ungedeckten Pensionsansprüchen einer alternden Bevölkerung in Europa bei unzureichenden Einwanderungspolitiken. Und das heißt mit anderen Worten, es werden viele, viele Menschen, nicht nur in Europa, auch in anderen Industrieländern, zum ersten Mal erfahren, und zwar die Nicht-Armen, was es bedeutet, dass in der Tat
ihre materielle Sicherheit in einer Weise gefährdet ist, wie sie sich das selbst für sich und ihre Kinder nicht haben vorstellen können. Und gleichzeitig wird das Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften, die für die Aufrechterhaltung und die Erneuerung von Infrastrukturen dieser sogenannt hochentwickelten Industriegesellschaften nötig sind, schlichtweg fehlen. In solchen Konstellationen ist es typisch, dass die von Keynesianern empfohlenen Konjunkturprogramme relativ schnell verpuffen und die von Neoliberalen bevorzugten Sparprogramme zu weiteren verheerenden Wirtschaftseinbrüchen führen, also nichts bringen. Und daher handelt es sich meines Erachtens gegenwärtig auch nicht um eine der üblichen, für den Kapitalismus ja genau genommen immer als Jungbrunnen definierten zyklischen Krisen, die eine Erfrischung dieses Systems befördern werden, sondern um eine Krise kapitalistischer Akkumulation, von der ich denke, dass sie im Kontext der planetaren Katastrophen, die uns bevorstehen, wie schon gesagt, sich in einer Weise zuspitzt, dass eine Überdeterminierung von Unordnung, von Unübersichtlichkeit und Unsicherheit die Zukunft prägen wird. Was das Referenzjahr, soweit zum Referenzjahr 23, was das Referenzjahr 73 anbelangt, da kann man natürlich eine ganze Menge von Ereignissen benennen. Alex hat einige benannt. Und es war ein Jahr unzähliger Gewaltakte, Kriege, Massaker, aber auch solche Dinge wie der sogenannten ersten Ölkrise. Und da denke ich, da gibt es eine interessante Lehre, die für die Gegenwart gezogen werden kann. Diese Lehre habe ich, ich musste es wegen des 100. Geburtstags von Ernest Mandel gerade kürzlich tun. Ich habe seine Schrift Der Spätkapitalismus wiedergelesen, seine Dissertationsschrift. Und da gibt es eine sehr ausführliche und, wie ich finde, erfrischend aktuelle Belehrung darüber, dass es die tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg ununterbrochene Aufrüstung der USA gewesen sind, die einen wichtigen Hebel darstellten für die Absorption überschüssigen Kapitals und zugleich ein wichtiger Motor für technologische Innovationen, unter anderem das Internet, und daher für weiteres Wachstum der organischen Zusammensetzung des Kapitals gewesen sein. Und insofern, so Mandel in dieser Schrift, könne man die USA, er schrieb das im Jahre 73, und man kann sagen, das gilt nach wie vor heute oder wieder, als globale Schutzmacht des Kapitalismus betrachten. Denn die Rüstungsindustrie ist ja ganz unabhängig von der begrenzten Absorptionsfähigkeit von Märkten, egal was auf denen vertickert wird. Ihr Auftraggeber und Kunde ist der Staat und von ihr geht keine Gefahr für die Zuspitzung einer ökonomischen Krise aus. Freilich garantiert sie geradezu mit fast 100%iger Sicherheit, dass ihre neuen Waffen früher oder später in Kriegen eingesetzt werden. Und ja, heutzutage im Jahre 23 haben wir fast so viele Kriege wie im Jahre 73, darunter 10 heiße zwischenstaatliche Kriege. Derjenige in der Ukraine, das muss immer wieder erinnert werden, ist einer von diesen 10. Aber wir haben dazu zu rechnen jede Menge gewalttätige Auseinandersetzungen innerhalb von staatlichen Gebilden und die drohende Gefahr, dass die USA China einen Krieg aufzwingen werden, solange sie noch für militärische Überlegenheit sorgen können bzw. sich militärisch überlegen fühlen und glauben, einen solchen Krieg gewinnen zu können. Und ein solcher Krieg hätte das Potenzial, zu einem Weltenbrand, wo der Zweite und der Erste Weltkrieg wahrscheinlich überhaupt keine Vergleichsmaßstäbe wären, und zwar noch bevor das Stadium des Hot House Earth, also des Glutofen Erdes, verwirklicht wird. Ich bin jetzt wirklich kurz. So, weiter mit dem Speed-Dating mit wirklich komplizierten Fragestellungen. Ich habe noch nicht gesagt, wofür ich mich interessiere. Ich interessiere mich unter anderem für Arbeit und ich interessiere mich für Geschichte. Und deswegen denke ich schon, dass es Sinn macht, sich die vergangenen Krisen anzuschauen und daraus Lehren zu ziehen.
Weil wir nach wie vor, das wäre eigentlich meine Grundannahme, im selben System leben, wie wir 1923 und 1973 auch gelebt haben. Also was kann man daraus lernen? Also die Sache mit den Parallelen und Vergleichen hakt immer etwas. Aber wenn ich versuchen würde, Lehren aus Weimar zu ziehen, also vielleicht nicht so sehr aus 1923, aber aus der schon erwähnten Krise 1929, dann würde ich stichwortartig sagen, wir hatten damals eine Verelendung von weiten Teilen der arbeitenden Klasse in der Weltwirtschaftskrise. Massenarbeitslosigkeit trifft auf ungebrochene Freihandelseuphorie. Wir haben eine Sozialpolitik, die diese Verelendung damals weiter vorangetrieben hat, durch eine Aussteuerungspolitik, die ganz ähnliche Effekte zeitigt wie das, was wir seit den 80er, 90er Jahren in der Bundesrepublik gesehen haben. Immer mehr Leute, die aus den sichereren Systemen von Absicherung in sowas wie soziale Grundsicherungsleistungen fallen. Das geschieht 1929 durch Notverordnungen unter Brüning und so weiter. Und das schickt die Botschaft an die Bevölkerung, dass ihre Interessen eigentlich nicht zählen. Dass man dieselbe Politik bekommt, egal wen man in demokratischen Wahlen eigentlich wählt. Was sind die Folgen? Aushöhlung von Demokratie, ein wachsender Zuspruch zu autoritärer Politik, so nach dem Motto, wenn sowieso die Führung zentral entscheidet, dann wenigstens effektiv. Wir bekommen eine zunehmende Konkurrenz unter Arbeitenden, die es immer schwerer macht, solidarische Politik zu entwickeln und die chauvinistische Scheinlösungen attraktiver macht. 1923 haben wir die erste Mobilisierung unter Hitler, wir haben den Marsch auf Rom in Italien von italienischen Faschisten. Wir haben heute eine Situation, in der Arbeit zuerst für Deutsche propagiert wird, nicht nur von NPD, sondern inzwischen eben auch aus Teilen der AfD. Die Macht von Kapital wird unter den Bedingungen gestärkt. Ende der 20er Jahre, die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung zerschlagen, der demokratische Einfluss in Betrieb und Gesellschaft reduziert und dann kommt der Krieg. Und Krieg, daran sollte man heute vielleicht auch nochmal erinnern, fördert immer den Druck auf Arbeitende, fördert die Logik des Gegeneinanders und wird auf dem Rücken von Arbeitenden in allen beteiligten Ländern ausgetragen. Und leider haben wir keinen Karl Liebknecht, der heute sagt, die Waffen nieder, weil, ich zitiere, wir auch heute im Kriege gemeinsam sozialistische Arbeit für den Frieden leisten müssten. Das wäre meines Erachtens eine sehr wichtige Botschaft, die man momentan nicht hört. Was wäre die Lehre aus 40 Jahren Neoliberalismus? Ganz kurz drei Punkte. Erste Lehre, Win-Win-Konstellationen sind endlich. Die goldenen Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, samt Vollbeschäftigung, samt zweistelligen Lohnerhöhungen, Ausbau Sozialstaat, Erweiterung von Konsum- und Bildungschancen, Frauenemanzipation, zunehmender Integration von migrantischen Beschäftigten. All das war schlagartig vorbei, sobald die Wirtschaft schwächelte, sobald es weniger zu verteilen gab. Und auch wenn heute alle von Fachkräftemangel reden, es bleiben grundlegende Interessenunterschiede bestehen. Klar muss man die Chance nutzen, kollektive Standards zu etablieren und auszubauen, Bedingungen zu verbessern, wo und wo, solange das irgend geht. Aber man kann auch wissen, dass die Widersprüche bei nächster Gelegenheit wieder aufbrechen werden. Und für einen großen Teil der Arbeitswelt gibt es sowieso keine Erleichterung zurzeit. Zweite Lehre aus 40 Jahren Neoliberalismus. Individualisierung, Flexibilität, das ist attraktiv, auch für viele Arbeitende. Das Problem ist nur, unter dieser Überschrift wurden kollektive Standards abgebaut und immer mehr Arbeitende mussten eben bilateral, direkt, eins zu eins mit ihren Vorgesetzten um Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Leistungsstandards verhandeln. Mit dem Effekt, dass letztlich im Zweifelsfall das Unternehmen entscheidet, wann und wie und wo gearbeitet wird. In den 80er Jahren gab es eine Riesenkritik am Normalarbeitsverhältnis. Die Kritik hieß, das ist diskriminierend für die, die es schwer finden, in dieses Beschäftigungsverhältnis Deluxe reinzukommen, so hieß das damals. Und es ist disziplinierend für diejenigen, die es haben, weil lebenslang 9-to-5 keine besonders lebensfreundliche Sache ist. Die Lehre aus den letzten Jahrzehnten ist aber, wenn man kollektive Standards abbaut, dann spielen individuelle Bedarfe nicht eine größere Rolle, sie spielen im Zweifelsfall überhaupt keine Rolle mehr. Disziplinierung in der Arbeit verschärft sich. Wir kennen das heute unter dem Stichwort Arbeiten ohne Ende. Und genau die, die angeblich früher diskriminiert wurden, weil sie so schwer Zugang zum Normalarbeitsverhältnis gefunden haben, nämlich Frauen und Migranten und Migrantinnen, sind die Ersten, die in prekärer Beschäftigung stecken und die da nicht mehr rauskommen. Dritte Lehre aus dem Neoliberalismus. Glaubt keinem, der sagt, es gäbe keine Alternative und alles sei Sachzwang.
Es gibt keine Alternative. Tina in Thatchers Diktion. Was hatten wir? Tina auf dem Arbeitsmarkt. Unternehmen fördern, damit sie Jobs schaffen. Tina im Betrieb. Das Gegenüber, das immer flexiblere Arbeitszeiten, immer mehr Leistung fordert, ist gar nicht der Chef. Das ist der anonyme Markt. Tina in der Politik. Angeblicher Rückzug des Staates, damit der Markt es richtet. Die Politik kann gar nichts ändern. Spätestens die Pandemie hat gelehrt, es gibt was zu entscheiden. Es gibt Alternativen. Die Art, wie Gesellschaft und Wirtschaft funktionieren, ist von Menschen gemacht. Und dementsprechend kann sie auch von Menschen verändert werden. Und auch das ist eine Lehre aus der Geschichte. Kann ich jetzt auch gleich zwei Sachen zusammenfassen? Wenn du weißt, danach kommst du nicht mehr dran. Stimmt, du bist ja der Letzte. Ist das andere aus? Okay, es gibt so viele Sachen, die wir besprechen müssen in der Linken. Ich fange mit dem Kompliziertesten an. Wir haben es heute auch viel über die USA geredet, wir haben über Aufrüstung geredet, wir haben aber noch nicht richtig über Russland geredet. In der Schweiz habe ich ziemlich viele Freundinnen und Kolleginnen, die aus der Ukraine oder aus Russland kommen und die sagen, also auch die Widerstandsgruppen da vor Ort, die hätten gerne Waffen. Wie geht man denn heute mit einem Anti-Imperialismus um, wenn jetzt sozusagen der Imperialist auch Russland ist? Und ich denke, da hat einfach die Linke einen großen Klärungsprozess und wir machen uns es nicht einfacher, wenn wir nur darüber über die USA sprechen. Ich selbst habe keine vernünftige Lösung dazu, aber ich weiß, dass sehr viele Leute, die vernünftige Linke sind, für Waffenlieferungen an die Ukraine sind. Und ich finde, das muss uns irgendwie zu denken geben, weil man war ja auch zumindest mal nochmal für Waffenlieferungen für den Viet-Cong oder für andere Widerstandsbewegungen. Und da wären wir auch dann beim Jahr 1973, nämlich sagen, da hatten wir noch eine Friedensbewegung, da war es dann relativ einfach für die Linke. Man war gegen die USA und Russland, das war dann irgendwie immer noch der Freund. Man hatte natürlich den Einmarsch in Prag und die Niederschlagung in Osteuropa dann hübsch vergessen. Ich glaube, und das wäre vielleicht das Element, wo man dann zu 1923 zurückkommt, es ist die Zeit für eine Neudifferenzierung in der Linken, die aber auch die Möglichkeit bringt. Und Nicole hat vorhin sagen, von 1923 vom Hitleraufstand gesprochen. 1923 war aber auch das Jahr des deutschen Oktobers. Ziemlich stark vergessen, aber es war das Produkt von einer Einheitsfrontpolitik von Heinrich Bandler, von der KPD und der SPD, eines Oktobers, der da nicht geglückt ist, wie wir alle wissen, sonst säßen wir jetzt nicht hier. Aber eines Momentes, wo ein gemeinsames Handeln der Linken wieder möglich war. Und das finde ich zumindest mal interessant, wenn man sagt, man differenziert sich jetzt nochmal aus in der Linken und es entsteht jetzt so eine neue Wagenknecht-Partei, so eine Art nationaler Peronismus. Und es entsteht auf der anderen Seite aber auch der Raum für eine Linke, wo man in aller Differenz aber auch mal kurz Luft holt und sagt, wir schaffen das gemeinsam zu handeln und die alten Gräben nicht zu überwinden, aber trotz dieser eigenen Gräben zusammenzuarbeiten. Und das wäre für mich dieses Moment von 1923, da kann nämlich die Linke durchaus erfolgreich sein. Und auch beim Krieg habe ich eine etwas andere Perspektive. Natürlich ist der Krieg etwas, was einen enormen Druck auf die Arbeiterinnenbewegung und die sozialen Verhältnisse ausübt. Aber interessanterweise war der Krieg auch immer ein Problem für die Herrschenden und auch gerade innenpolitisch. Insofern, dass der Krieg letztlich oder alle Kriege immer Produzenten des sozialen Fortschritts waren. Das ist jetzt etwas verkürzt ausgedruckt, aber wenn man sich das noch anschaut, ist das die deutsche Mitbestimmung ein Produkt des Ersten Weltkrieges. Das Gesundheitssystem, der britische NHS, wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Das heißt, Kriege produzieren innenpolitische Widersprüche, die den Linken eine unheimliche Möglichkeit geben, da zu intervenieren. Und deshalb würde ich immer nur sagen, auch diese Sichtweise auf den Krieg kann zumindest eine Perspektive für das Handeln ermöglichen. Dritter und letzter Punkt beim Neoliberalismus. Wenn wir auch auf 1973 schauen, da war das der Punkt, wo im Grunde der Neoliberalismus begonnen hat. Ölkrise, Konjunkturkrise, Zweifel an den keynesianischen
Wirtschaftsprogrammen und gleichzeitig ein enormes Level an Klassenkämpfen. Und das Kapital hat unter anderem darauf reagiert mit arbeitssparenden Investitionen, um die Gewerkschaften sehr stark zu schwächen, mit ersten Maßnahmen gegen Streiks. Wir sehen das jetzt auch in Großbritannien, auf das Streikniveau wird wieder reagiert. Gleichzeitig haben wir es aber mit einer paradoxen Situation zu tun, nämlich dass die Eliten selbst die Zweifel am Neoliberalismus bekommen haben. Die Biden-Administration, zweifellos keine linke Administration, sagt aber, wir müssen wieder A, in das eigene Land investieren. Es ist ein bisschen was kaputt gegangen in den letzten 50 Jahren Neoliberalismus. Zweitens, der Neoliberalismus in seiner wirklichen Zerstörung der Gesellschaft ist die Grundlage für Trump, den Rechtspopulismus, der nämlich selber Angst vor der Situation, die sie herbekommen haben. Und drittens sind sie natürlich einfach geopolitische Realisten, die sagen, nur wenn wir als Land gut funktionieren, haben wir eine Chance gegen China im globalen Wettbewerb. Und das heißt, die Biden-Administration sagt, wir wollen gar keinen Freihandel mehr, und da drin besteht auch eine große Gefahr, aber wir wollen jetzt eine neue Form von Industriepolitik, wir wollen diesen Neoliberalismus begraben. Und jetzt haben wir im Grunde eine Situation, wo die Eliten von ihrem eigenen Paradigma selbst abkehren. Außer dem deutschen Finanzminister, der hat das irgendwie global noch nicht mitbekommen. Aber das wäre zumindest auch wieder ein Element, ein Widerspruch in den Verhältnissen in der Gesellschaft, wo die Linke tatsächlich einsetzen könnte. Tatsächlich beginnen wir jetzt eine dritte Runde und da haben wir unsere Referentinnen gebeten, über die Frage nachzudenken und Inputs zu geben zum Thema, welche Impulse sollte emanzipatorische Politik heute aus den vergangenen Krisen ziehen? Zum Beispiel, worauf sollte sie Schwerpunkte setzen, welche alten Ansätze sollten wieder aufgenommen werden und oder welche neuen Ansätze folgen aus den Erfahrungen. Und da haben wir keine Reihenfolge festgelegt. Außer dass ich habe meinen Zweifel gebraucht. Ich mache es kurz, weil sonst komme ich in die Versuchung, ganz viel Kritisches zu Oliver Nachtwey zu sagen. Aber das tue ich jetzt nicht. Die Frage, welche Herausforderungen stellen sich für die kritische Sozialwissenschaft? Es ist wenig überraschend. Ich plädiere erstens dafür, dass sich kritische Sozialwissenschaft zuvörderst auf die inneren Beziehungen und Verbindungen zwischen den natürlichen Voraussetzungen alles Lebens, aller Arbeitsarten und Formen, aller Mobilitäts- und Wohnmöglichkeiten unter den Bedingungen eines Hothouse-States und diesen allen Regionen der Welt einlässt. Und das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Nüchtern die wechselseitigen Bedingungsverhältnisse zu untersuchen und sich nicht in kleine Häuschen einzuschließen. Jeder beschäftigt sich mit dem, was ihm am Herzen liegt und das möglichst intensiv und verliert die Kommunikations- und Anschlussfähigkeit an das, was andere in ihren kleinen Kästchen erforschen. Um nur ein Beispiel zu geben, was ich meine mit dieser wechselseitigen Verwobenheit. Die anhaltende und seit Jahrzehnten nicht gelöste Schuldenkrise vieler armer Länder im globalen Süden hat sich unter dem Druck der gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreise, für die, ich will das hier nicht ausführen, nicht Herr Putin verantwortlich ist, sondern die Politik der auf ihn reagierenden westlichen Staaten. An dem Zustandekommen dieser hohen Preise haben weder die Regierungen noch die Bevölkerung der von Armut betroffenen Ländern im globalen Süden irgendwie mitgewirkt. Und doch leiden sie sehr viel mehr, als wir das tun, unter den Folgen. Und das führt natürlich dazu, ganz selbstverständlich, dass die Übernutzung und Zerstörung der verbleibenden natürlichen Habitate, die sich typischerweise auch bei ihnen und nicht bei uns finden, wo ja in unseren Wäldern schon kaum noch was kreucht und fleucht, aber gerade sie sind gezwungen, diese ökologischen Zerstörung weiter voranzutreiben. Denn Arme haben eben nicht das Geld auf dem Konto und können sich Substitute für etwas beschaffen oder ihre Einkommen umschichten, so wie wir das vielleicht können. Das heißt,
Armut, Ausbeutung, Unterdrückung vertiefen sich auch als Folge ökologischer Zerstörung. Und das kriegen wir nicht analysiert als kritische Sozialwissenschaftler, indem wir in unseren, wie ich sagte, Kästchen oder Häuschen uns gemütlich einrichten und darüber unser Renommee auf dem Markt der Eitelkeiten versuchen zu sichern. Daher bedarf es, und das ist meine zentrale These für eine kritische Sozialwissenschaft, erstens und vor allen Dingen eines holistischen Blicks. Und dieser holistische Blick wird, ich kann mir das jetzt leisten, weil ich auch der Hochschule schon ein bisschen entfremdet bin, glaube ich, weder an den Hochschulen gefördert, noch hat man überhaupt eine Chance, das zu entwickeln, weder als Studierender noch als Lehrender. Und ich fürchte, auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind nicht gerade darauf erpicht, eben einen solchen holistischen Blick zu trainieren. Und schlimmer noch, viele junge Leute beschäftigen sich heute mit Fragen und benutzen Zuschnitte für ihre Forschungen, in denen faktisch dasselbe vorkommt, wie das bei ihren Mitstudierenden und später dann bei den Juniorforschern. Und sie tun das in einem erschreckenden Umfang. Ich denke, da wird in der Tat etwas zu tun sein, vor allen Dingen an den Hochschulen und an den da angrenzenden Institutionen. Zweitens erscheint es mir dringend geboten, dass die Instrumente einer Kritik der politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit, und das kann nur heißen, unter Einbeziehung sowohl gesellschaftswissenschaftlicher, aber auch, bitteschön, naturwissenschaftlicher Debatten weiterentwickelt werden müssen. Denn nur so lässt sich der von Marx und auch Engels immer so bezeichnete Gesamtzusammenhang der warenproduzierenden Gesellschaften verstehen und kritisieren und mit guten Argumenten und Konzepten dann in Frage stellen. Mein letzter und dritter Punkt, ganz kurz, ich kann das ja nicht ausführen, kritische Sozialwissenschaft müsste eigentlich einen wirklich essentiellen Beitrag zu der enorm wichtigen und wirklich schwer zu beantwortenden Frage leisten, ob und in welchem Umfang eine nicht-kapitalistische Gesellschaft, die den Stoffwechsel zwischen Menschen und nichtmenschlicher Natur anders oder sagen wir heute neudeutsch nachhaltig zu regeln versuchte, dennoch überhaupt noch eine moderne Industriegesellschaft sein kann. Kurzum, es ginge um eine Überwindung der selbst unter kritischen Sozialwissenschaftlern heute weit verbreiteten Technikgläubigkeit und um eine Alternative zu dem berühmten Diktum, dass alles, was technisch machbar ist, auch gemacht werden sollte und am Ende auch immer gemacht wird. Ja, welche Impulse? Also, ich meine, wir sind hier vielleicht Adorno-Platz oder Max-Horkheimer Straße. Also, das ist schon ein wichtiger Impuls. Also, ganz im Sinne von Birgit, also, wir brauchen große Theorie. Das ist nicht selbstverständlich. Große Theorie, umfassender Zusammenhänge. Ich kann das ganz unterschreiben. Und ich finde auch, also ich meine, das bisschen, was ich von Hochschulen mitkriege, gibt es dafür viele Interessierte. Es wird viel zu wenig vermittelt. Und leider kann ich nicht sagen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung auf gutem Weg ist, das jetzt wirklich zu meistern. Ja, also das wäre ja etwas, was ich wünschen würde, dass wir da auch dazu beitragen. Ich finde auch, dass wir uns auf diese schwierigen, dramatischen Situationen einstellen müssen. Also ich habe immer solche Bilder vor Augen, dass der Meeresspiegel hochgeht, das Salzwasser die Flüsse hochdrückt und der Katastrophenbeauftragte der Stadt Köln sagt, in wenigen Jahren wird Köln zur Hälfte der Bevölkerung nicht mehr bewohnbar sein, weil die Infrastrukturen dann weg sind. Also Wasserversorgung, Kanalisation und dergleichen. Und dann stelle ich mir die Reaktion der Menschen vor. Ja, also was es an Panik, an Gewaltsamkeit, an Hysterie mit sich bringt. Und ich finde, dass, ich sag mal so, Leute wie wir, ja, also das
antizipieren und auch die vernünftigen Gesichtspunkte entwickeln müssten, um auf solche wirklich dramatischen Verwerfungen zu reagieren. Ich finde, es gibt in unseren Gesellschaften längst diese Reaktion. Also ich fand das beeindruckend. Also Markus, der hier vorne sitzt, wir haben darüber oft geredet, die Hilfsbereitschaft damals im Elbtal bei den Elbüberschwemmungen, jetzt vor 2 Jahren im Ahrtal. Und dann sieht man, wie unfähig der Staat ist. Keine Hoffnung, also ich gehöre seit vielen Jahrzehnten zu den Kritikern des kapitalistischen Staats, keine Hoffnung auf den Staat. Noch immer warten die Leute darauf, wie kann ihnen geholfen werden, wo wird gebaut, was sind die richtigen Plätze. Also das heißt, es gibt große Probleme. Damit würde ich nicht sagen, man soll das überhaupt nicht in seiner Rationalität mit einbeziehen, aber es braucht sozusagen diese Fähigkeit, die entwickelte Fähigkeit unserer Gesellschaften, auch sich selbst dazu zu befähigen, diese Aktivitäten zu entwickeln. Also das, was manche nicht mögen, aber ich finde es doch ein passendes Wort, Resilienz. Also Formen zu entwickeln, wie schaffen wir diese Prozesse, dass wir das sozusagen uns auf erwartbare Katastrophen oder das, was die Kollapsologie macht, Kollapse beziehen. Und Kollapse, das ist wichtig, auch in den Studien, die da vorgelegt werden, das vollzieht sich nicht einmalig, nicht in einem großen Bang, sondern das vollzieht sich auch in vielen kleineren Prozessen und kann sich eben aufhäufen, kumulieren zu ineinandergreifenden Dynamiken. Also das ist ja etwas, was ja, glaube ich, als Bild naheliegt. Also ja, und dann brauchen wir, deswegen ist die Erinnerung vielleicht hier an die kritische Theorie gar nicht so verkehrt, wir brauchen eine Anknüpfung meiner Meinung nach, das versuchen ja auch viele. Also wir haben vorhin ein bisschen über Enteignungsprojekte, Deutsche Wohnen, ja, also enteignen, Sozialisierungsdiskussion nachgedacht, also, und ich finde, dazu gehört auch ein Anknüpfen an eine rätedemokratische Tradition, also neue Formen der Demokratie zu propagieren und auszuprobieren, halte ich für wichtig. Also wenn wir jetzt schon auf so einer Ebene des Empfehlungskatalogs sind, und dann würde ich hier dringend auch eine Lanze brechen für das, was so abschätzig behandelt wird, Wokeness. Ich bin absolut für Woke. Woke ist neu und cool. Ja, das muss man klar sehen. Für alternative Beziehungspraktiken, für andere Formen von Geschlechtlichkeit, andere Arten zu sprechen und miteinander zu leben, sich anders zu ernähren, sodass es nachhaltig und gut ist, dass die Menschen damit nicht überernährt werden und systematisch in schwere körperliche Krankheiten hineingetrieben werden, dass sie sich anders bewegen durch Raum und Zeit. Also Woke. Herbert Marcuse, für mich ist das sozusagen ein großer Zyklus. Herbert Marcuse hat den Versuch über die Befreiung von 1969 ja propagiert, die neue Sensibilität, Wahrnehmung, Sinnlichkeit, Nachdenken, Vernunft zusammenzuführen zu einem völlig neuen Vermögen, noch nie gekannt. Ja, also eine neue Form der Arbeitsteilung in unseren Gesellschaften, mit der wir diese Trennung von hier körperlich anstrengend, erschöpft, ermüdet, enteignet unserer Sinne und unserer Fähigkeiten und da wenige Qualifizierte, sind ja heute mehr, aber dennoch, also die sozusagen in dieser Form von herrschaftlichem Denken eintrainiert werden, dass wir das überwinden und diese Dinge zusammenführen. Also ich sage nochmal, Woke. Ja, also in diesem Sinne. Ach, jetzt war es gerade so schön und jetzt komme ich. Ich will jetzt noch mal was sagen, Oliver. Also zu deiner Bemerkung, dass Krieg auch ein Problem für Herrschende ist. Und ein Produzent von sozialem Fortschritt, hast du gesagt. Das Argument kaufe ich nicht. Krieg ist in erster Linie ein Projekt von Herrschenden. Und ein Projekt,
und ein Projekt, wo normale Menschen, arbeitende Menschen nur verlieren können, weil sie sterben an den Fronten, weil sie ihre Existenz nicht sichern können zu Hause, wo solidarische Beziehungen, Arbeiterbewegung und so weiter geschwächt wird. 1914, das Erste, was passiert ist, ist, dass die solidarischen Beziehungen, die es vorher irgendwie noch gab in der Arbeiterschaft, trotz Spaltung in Parteien und so, irgendwie in dem Moment sich aufgelöst haben, wo die Leute irgendwie mit den Blumen im Gewehr da irgendwie losgezogen sind. Also ich glaube tatsächlich, also wenn wir als Linke eine Chance haben wollen in Kriegszeiten, und da bin ich absolut auf einer Linie mit dir, dann müssen wir einig sein. Aber ich glaube wirklich, also die Position, die man haben muss, ist, wir führen nicht eure Kriege. Ich habe null Sympathie mit der ukrainischen Regierung, ich habe null Sympathie mit der russischen Regierung. Meine Sympathie ist mit denen, die da jeden Tag an den Fronten irgendwie verheizt werden. Und das muss aufhören. Wirklich. Also da sehe ich keine Alternative zu. Und die Deserteure sind die Helden des Krieges. Ja, die einzigen. Die man unterstützen müsste. Das wäre zum Beispiel auch so ein Projekt, was sehr wenig diskutiert wird. Gut, okay, aber eigentlich wollte ich was total anderes sagen, zu der Frage, was sind alte Projekte, was sind neue Projekte, über die man heute nachdenken könnte. Und wenn ich so ein bisschen an dem anknüpfe, was ich vorhin gesagt habe, über Zuspitzungen von Widersprüchen im Kapitalismus, dann fallen mir zwei Sachen ein, die ich wichtig fände, über die wir vielleicht reden können. Das eine ist ein alter Ansatz, Wirtschaftsdemokratie, und zwar auch unter Bedingungen von sozial-ökologischer Transformation. Was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist, dass der stumme Zwang der Verhältnisse plus die Offensive von Seiten der Unternehmen dazu geführt haben, dass es in vielen Betrieben faktisch überhaupt keine Mitbestimmung mehr gibt. Die Beseitigung von demokratischer Einflussnahme von Beschäftigten muss aber tatsächlich aufhören. Die Bundesregierung sagt in ihren Koalitionsvereinbarungen, mehr Fortschritt wagen. Ich würde sagen, mit Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Wichtiger denn je. Das muss aber über die engen Grenzen der deutschen Mitbestimmung rausgehen. Es geht um den Einfluss von Beschäftigten auf das Was, Wie, Wo, Warum der Produktion. Auch auf regionale, auf nationale Strukturpolitik und so weiter. Denn wer Menschen immer weiter unter Druck setzt, wer ihnen einen Weg versperrt, ihre legitimen Interessen demokratisch zur Geltung zu bringen, im Betrieb, auf dem Arbeitsmarkt, auch in der Politik, der muss sich nicht wundern, wenn sie sagen, Demokratie bringt nichts. Wer Sachzwangpolitik betreibt, wer das Nachdenken über emanzipatorische Alternativen für weltfremd erklärt, der fördert nur eins, die Rechten. Emanzipatorische Politik heißt, demokratische Strukturen erweitern. Es heißt Ausbau von Wirtschaftsdemokratie. Und da können uns die Diskussionen, die in den 80er Jahren über die Stahlindustrie geführt wurden, zum Beispiel was bringen. Da ging es darum, wie Beschäftigte Unternehmen übernehmen könnten, wie man zu einer demokratischen Strukturpolitik kommt, wie man zum Beispiel Konversion betreibt in Bezug auf die Rüstungsindustrie. Es geht aber auch um noch was anderes, wenn wir über Wirtschaftsdemokratie reden. Es geht darum, Alternativen aufzuzeigen, Fantasien zu entfesseln. Wie kann eigentlich eine andere, wie kann eine demokratische Art von Wirtschaften aussehen? Was sind die Voraussetzungen dafür und wie kommen wir da eigentlich hin? Der zweite Punkt, den ich gern machen würde, ist ein vielleicht eher neuer Ansatz, obwohl er so neu dann am Ende auch nicht ist. Ich würde das mal bezeichnen als eine verbindende Politik der Arbeit. Was wir heute erleben, ist ja nichts Neues. Das gehört zum Kapitalismus. Die arbeitende Klasse, die Lohnabhängigen, wächst und wächst. Und sie ist gleichzeitig geprägt durch riesige Unterschiede in Arbeits- und Lebensrealitäten. Man konkurriert die ganze Zeit um Existenz, man konkurriert um Lebenschancen. Die Spaltung ist die Regel, die Einheit ist die Ausnahme. Das hat Frank Deppe vor ganz langer Zeit in einem Aufsatz formuliert. Und es stimmt immer noch. Auch, das stimmt. Friedrich war es, genau. Natürlich, genau. Und tatsächlich kann man beim alten Engels auch schon ganz gut lernen, also wie uneinheitlich die Arbeiterklasse zu einem Zeitpunkt war, an den wir uns erinnern, wenn man über die großen heroischen Zeiten von Gewerkschaftsgründungen und so weiter geredet haben. Die waren damals auch uneinheitlich, aber es ist ihnen gelungen, in bestimmten Situationen mit sehr viel Aufwand für kurze Zeit Einigkeit herzustellen. Und zwar, obwohl es riesige Unterschiede gab und obwohl sie permanent miteinander konkurriert haben. Und darum geht es meines Erachtens auch heute. Die Frage ist jetzt bloß, was können Themen, was können Projekte sein, die unterschiedliche Teile der arbeitenden Klasse zusammenbringen? Und mir würden jetzt spontan zwei einfallen, die ich sinnvoll finden würde, zu diskutieren. Erstens, tatsächlich ein Ausbau von öffentlichem Dienst, eine Diskussion darüber, wie eine bedarfsdeckende öffentliche Daseinsvorsorge aussehen soll. Zum Beispiel als ein Pionier für gute Arbeit jenseits von kapitalistischer Logik.
Jetzt klar weiß ich auch, dass man den öffentlichen Dienst kritisieren kann, dass wir nicht alle Freunde von großen Bürokratien sind. Aber ich glaube, wir müssen gemeinsam daran basteln, wie man es schafft, dass gesellschaftlicher Bedarf zählt und nicht Profit. Und ein zweites Projekt, was ich mir vornehmen würde, jetzt aus meiner Perspektive als Arbeitssoziologin, ist eine breite Diskussion über kurze Vollzeit für alle. Weil das nämlich im Interesse wäre, von den IT-Spezialisten zum Beispiel, mehrheitlich Männer, mehrheitlich in Vollzeitjobs mit jede Menge Mehrarbeit, die ihre Arbeitszeit verkürzen wollen, und auf der anderen Seite von Minijobberinnen im Einzelhandel, die ihre Arbeitszeit gern verlängern würden, dafür aber keine Stellen mehr finden. Wenn man die fragt, wie wollt ihr arbeiten, sagen sie irgendwie sowas zwischen 25 und 28 Stunden. Und das ist, glaube ich, ein Projekt, wo man ansetzen könnte, wo man sagen könnte, ihr lebt ganz unterschiedlich, aber da habt ihr ein gemeinsames Interesse. Und das Beste daran ist, dass es ein paar grundsätzliche Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Es geht nämlich dabei nicht nur um die Verteilung von gesellschaftlicher Zeit. Es geht auch um die Verteilung von gesellschaftlichem Reichtum. Spätestens dann, wenn Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel nicht heißt, wir arbeiten jetzt Teilzeit und nehmen Lohnverzicht in Kauf, sondern kurze Vollzeit heißt, wir reden über Personalausgleich und wir reden über Lohnausgleich. Und damit bekommen wir die Diskussion darüber, wie ein besseres System des Zusammenarbeitens und Lebens eigentlich aussehen könnte. Okay, was sind die wichtigsten Lehren? Oh, Dankeschön. Was sind die wichtigsten Lehren aus vergangenen Krisen? Ich würde sagen, die Zuspitzung von Widersprüchen in Ökonomie, Politik, Gesellschaft, die bringen Dinge in Bewegung. Also Birgit Mahnkopf sagte vorhin Wendepunkt, ne? In Bezug auf Krise. Das Problem ist bloß, dass die Bewegung immer auch nach hinten losgehen kann. Und wenn man den Dingen ihren Lauf lässt, dann geht es in Richtung von mehr Unterschiedlichkeit, mehr Konkurrenz, weniger Demokratie. Ich glaube, eine emanzipatorische Politik muss aktiv eingreifen, um das zu verhindern. Die muss besser sein, die muss Alternativen aufzeigen, die muss Fantasie wecken. Viele reden im Moment über die Krisenerscheinungen des Systems, darüber, dass die Gesellschaft auseinanderzubrechen scheint, und die sagen dann sowas wie gesellschaftlicher Zusammenhalt. Aber es geht nicht um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es geht um eine Politik, die die Spaltung zwischen Arbeitenden wenigstens punktuell überwindet und die sich gleichzeitig klar macht, gegen wen man diese Politik eigentlich durchsetzen muss. Die Zeiten wenden sich nicht von selbst. Es geht aber immer um Interesse, es geht um Macht, es geht um Konflikte. In ein paar Jahrzehnten treffen manche von uns sich vielleicht wieder und dann werden wir wissen, ob wir 2023 eine Zeitenwende, ob 2023 eine Zeitenwende markiert hat und ob es uns gelungen ist, tatsächlich eine menschenfreundlichere Welt zu schaffen. Bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, uns sehr eingehend darüber zu diskutieren, wie diese Welt eigentlich aussehen könnte und wie wir aus dieser Situation, die heute echt unerträglich geworden ist, wieder rauskommen können. Dankeschön.